Jojojo, MacPower ist back! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt es bestimmt auch schon mitbekommen. Montana Black hat ein Energy draußen. Das ist für die wenigsten unbekannt wahrscheinlich. So, jetzt wollen wir mal. Und ich habe mir so überlegt, ich mache jetzt auch mal so ein Unboxing-Video von Energy MacPower in the house. So. Jetzt habe ich die gerade bei Rewe gefunden. 1,49. Einmal. Tropische exotische Früchte, einmal Blueberry Kokosnut, Kokosnuss und einmal Raspberry Cheesecake. Verdeckt die halbe Bildschirm natürlich, oder? Mit Power in der Haus. Mit Power in Jaul, Gaul, Jaul, Gaul. Mit Power in der Haus. So, das wollen wir mal probieren. Was fangen wir denn an? Wollen wir tropische Früchte mal anfangen? Habe ich noch nie probiert. Habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, bis das mal wieder im Handel gab. Mal mitgenommen. Das schmeckt, riecht schon mal nach tropischen Früchten. Es war intensiver als die anderen tropischen Früchte. Nicht so künstlich. So eher wie... Ich habe nicht geguckt. Wenn ihr das meint. Probieren wir mal. Nach einer Fanta halt schmeckt es. Fanta ist ja auch exotische Früchte. Schmeckt auch nach exotischen Früchten eigentlich. Aber nach fruchtig. Also, aber sonst ist es geil. Sonst wie viel Zucker habe ich auch nicht drauf. Was? 0%? 0 Gramm Zucker? Das überrascht mich jetzt auch wirklich. 3 Gramm auf 100 Milliliter Kalorien. 3 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist dann sehr gut. Das ist schon geil. Also. Das ist eine gute Alternative zu den anderen Energies. Wirklich. Manchmal kann man ja draufschreiben, was man will. Aber ich glaube schon, dass es 3 Gramm plus 3 Kalorien hat. Was macht es für einen Sinn, wenn es trotzdem, wenn es draufschreibt? Wenn man es draufschreibt und so. Müssen wir ja die Ehrlichkeit, muss ja bewahrt werden, die Ehrlichkeit in dieser Welt. So, das wollen wir mal probieren. Also das schmeckt schon mal gut. So wie Fanta. Was gibt es da Vergleichbares? Weil wie Orangenlimo halt. Logischerweise. Also dann. Und jetzt kommen wir mal zu den. Da ist man mehr Kokosnuss als Blaubeere. Ja. Gut. Halt nichts Übertriebenes. Schön im Abgang. Gönnt euch. Gönner G mit Gönnen. MacPower in the house. Jaul. Gaul. Blueberry Kokosnut. Motherfuckers. Also schon mal geil. Also, größten Respekt an Montana. Monte, du hast gute Arbeit geleistet. Big Power in the house, Alter. So sieht's aus. Ich habe auch schon das Tanzverbot-Video gesehen, wo der den Koffer geschrottet hat. Also, ist auch, was soll man da viel sagen? Ist halt Blaubeere, Kokosnuss. Aber ist alles gut. Nichts Übertriebenes. Schön im Abgang. Gönnt euch. Und jetzt in das Finale kommt jetzt das Finale kommt jetzt gleich der Käsekuchen, Alter. Mit Power aus. Der Kaffee fehlt auch noch dazu, der Käsekuchen. Also blubbend schon mal sehr schön. Ah, Chloe. Ah, Käse. Ich bin high.
Big Power Labs. Es schmeckt doch mehr nach Heidelbeere als nach Käsekuchen. Aber ist auch gut. Der juckt so da hinten, weil es mir geil macht. Und das hat auch 3 Kalorien. Das wundert mich. Ja, gut, wenn es so ist. Also, Leute, wenn ihr mal probieren könnt, wollt, ist es echt empfehlenswert. Und gönnt euch, Gönnergy. So sieht's aus für diejenigen, die es noch nicht wissen. Oder? McPower Daus. McPower's back. Geile Drecksau. Oh, shut the fuck. Geile Drecksau. Geile Drecksau. Ich bin wie ich bin und ich bleib ich selbst. Geile Drecksau. Geile Drecksau. Checkt aus mit Power Daus. Mit Power's back. Checkt aus, geile Drecksau von meiner Wenigkeit aus, Anna, hier auf diesem Kanal, Anna McPower in the house. Also dann wünsche ich euch noch viel schönen Abend. Und könnt ihr auch gerne mal probieren. Und ja, in diesem Sinne, hoffe euch jetzt allen gut. Und lasst euch schmecken, für diejenigen, die es noch nicht probiert haben. Also dann, gönnt euch Gönnergy, der Energy mit G, mit Power in the House. Ciao und schönen Abend noch. Und checkt mal meine Songs aus. Ich habe extra Playlists angelegt für die momentan vorhandenen Songs von mir. Auf meinem Kanal. Und hier auf diesem Kanal auf Playlist klicken und da sind 2 Playlisten, Power Patch 1 und 2. Könnt ihr mal gerne mal durchhören. Würde mich freuen, wenn ihr es auch teilen würdet und mich ein bisschen supporten würdet. Also in dem Sinne dann jetzt mal schönen Abend und gönnt euch Gönnergy, der Energy mit G. Peace.